Jo Freunde, ich war im Funke-Store in Slubice und habe etwas eingekauft und ich nehme euch heute mal mit und zeige euch, was die da so haben und was ich mir so gegönnt habe. Let's go! Ja, also ich habe mir fünfmal die Tempest-Bombenrohre geholt. Die sind sehr gut von Funke Feuerwerk. Die sind nämlich auch, wie man hinten sehen kann, in F2. Die kann man das ganze Jahr über legal erwerben und mit über die Grenze nehmen. Das sind mega nice Rohre, machen einen mega Effekt. Ihr könnt ja gerne mal gucken auf YouTube. Ich packe den Link zu dem Video in die Beschreibung. Es ist allerdings der Link vom Funke-Kanal. Ich habe sie persönlich noch nicht getestet, aber sie haben mich bei YouTube so überzeugt und ich musste sie mir einfach kaufen, weil das sind die besten legalen Bombenrohre, die es in Deutschland gibt. Allerdings kann man die in Deutschland nur bei wenigen Shops kaufen, denn die gibt es exklusiv im Funke-Store für 10 Euro die Packung und jede Person darf nur 5 Packungen pro Einkauf mitnehmen. Die sind streng limitiert. Aber ein paar wenige Online-Shops, wie zum Beispiel die Feuerwerksvitrine, verkaufen die Bombenrohre ebenfalls, aber für 22,95, was natürlich über der doppelte Preis ist. Dazu kommt dann noch Versand, also ich kann es empfehlen, kauft sie euch auf jeden Fall im Funke-Store in Slubice. Es lohnt sich. Ich werde mir beim nächsten Mal, wenn ich wieder in Slubice bin, nochmal 5 davon holen und dann schauen, wie viel ich bis Silvester zusammenkriege. Ich fahre öfters mal hin. Ich finde das echt ein Schnäppchen. 10 Euro für 3 so heftige Bombenrohre. Die eignen sich zum Beispiel auch, um sie in einen Verbund mit einzubringen. Das wäre auf jeden Fall auch nice, die mit zu verleiten. Und ja, aber auch einzeln sehr, sehr schön anzusehen auf jeden Fall. Wie gesagt, den Link zum Testvideo packe ich in die Beschreibung. Checkt das auf jeden Fall aus. Und ja, allgemein hat Polen aktuell wieder sehr viel Sachen, auch sogar auf dem Bazar. Musste ich echt staunen, was ich da so alles gesehen habe. Leider sind die da so ein bisschen genervt und wollen das nicht, dass man da filmt. Und deswegen konnte ich das leider nicht aufnehmen. Aber ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass es da jetzt wieder so Sachen wie Cobra 8 oder Lupo 26 und so gibt. Und Kreiselbild, den hatten wir letztes Jahr schon, auf jeden Fall, Silvester, wo ich da gefeiert habe. Aber jetzt haben sie so auch noch den Bodenblitz von Zink. Und ja, die kriegen immer mehr krassere Sachen wieder auf den Basaren. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen. Nach den Preisen hatte ich da nicht gefragt. Das kann ich euch jetzt so nicht sagen. Aber das sind dann auch wieder so Sachen, die darf man halt nicht mit rübernehmen. Die muss man dann da zünden. Und ja, aber so welche Sachen wie Cobra 8 gab es da zum Beispiel Silvester nicht. Und jetzt kann man sie auf einmal wieder kaufen. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice wieder mal in Polen. Ich kann jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Wie gesagt, ihr müsst immer darauf achten, wenn ihr die Sachen rübernehmen wollt, müsst ihr darauf achten, dass sie halt F1 oder F2 sind. Und es sind keine Raketen erlaubt, die über 20 Gramm haben.
und keine Blitzknallkörper. Genau. Ansonsten könnt ihr da, wie gesagt, gescheit einkaufen. Und ja, es lohnt sich allgemein. Die Zigaretten sind günstiger. Ja, man kann viele Sachen schön einkaufen dort. Ihr könnt ja mal hinfahren, euch das mal anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall immer nach Subice zu fahren. Auch der nice, leckere Döner in King Nazar Restaurant, Schnellrestaurant, ist immer eine Empfehlung wert, auf jeden Fall. Mit Abstand das beste und leckerste und würzigste Dönerfleisch, was ich jemals gegessen habe.